Heute bewerte ich alle 78 Brawler von meinem meistgeliebten Brawler bis hin zum meistgehassten Brawler in einem Ranking. Viel Spaß! Creator Code JoJonas. Und damit beginnen wir mit dem 78. Platz und damit meinem meistgeliebten Brawler. Und das ist, wie ihr vielleicht wisst, Leon. Leon, einfach geiler Brawler, legendär, kann sich unsichtbar machen, macht mega viel Spaß zu spielen. Einziger Minuspunkt, als Gegner kann es schon öfters nervig sein, aber ich liebe den Brawler einfach vor allem zu spielen. Platz 77 haben wir dann Spike. Bei Spike muss ich auch wirklich sagen, ein unfassbar geiler Brawler. Wieder ein legendärer Brawler, den man auch sehr gerne natürlich zieht. Und ich weiß nicht, macht einfach Spaß, Spike zu spielen. Die ganze Zeit schön drauf spammen, dann auch eine geile Ulti. Und ja, deswegen hier auf dem 77. Platz. Auf dem 76. Platz habe ich dann Brock. Bei Brock macht vor allem mir dieser Brandschaden besonders viel Spaß, muss ich sagen. Genau, das ist so der Punkt, warum ich ihn da hingesetzt habe. Ja, der Brandschaden ist gerade besonders geil und ich kann ihn irgendwie auch ganz gut spielen. Auf Platz 75 habe ich dann Jean. Jean war mein erster Brawler auf 1000 Trophäen, allein deswegen natürlich auch schon sehr beliebt. Ich finde gerade bei Jean auch sehr positiv, ich finde es gar nicht so nervig, gegen ihn zu spielen eigentlich, weil er auch gar nicht mal so unfassbar, ich weiß nicht, ich finde ihn gar nicht so nervig als Gegner. Und selber zu spielen macht sehr viel Spaß, man kann irgendwie immer wieder chippen und diese Hand halt auch treffen. Deswegen mag ich ihn sehr gerne. Also ich bin mal gespannt, was ihr so zu den einzelnen Brawlern sagen werdet. Platz 74 habe ich dann Penny gesetzt. Penny, also mit jedem Platz wird es unbeliebter. Ne? Penny mag ich immer noch sehr, sehr gerne, gehört zu meinen Top 5, damit der beliebtesten Brawler. Und was soll ich zu Penny sagen? Ich finde, es macht vor allem Spaß, ihr Geschütz zu bekommen und dann zu setzen und dann immer wieder Value aus Penny rauszuholen. Genauso Jesse. Jesse habe ich Platz 73 gesetzt. Jesse ist sehr geil. Jesse, das Geschütz, wenn man das hat, dieser Flächenschaden macht auch Spaß und gerade der Hypercharge ist auch geil. Nur nicht unbedingt immer dagegen spielt natürlich, aber ja, ich habe einfach so einen Brawler bewertet, wie ich ihn so mag. Bei 72 habe ich Crow, vor allem wegen dem Poison-Schaden, ist auch wieder ein legendärer Brawler. Allgemein mag ich legendäre Brawler tendenziell eher ein bisschen mehr, weil es auch irgendwie sehr besonders ist, den zu ziehen und zu spielen. Dieser Poison kann halt immer wieder dafür sorgen, dass man immer wieder Hits auf den Gegner macht und die damit halt nervt und dann schön reinjumpen. Na, das ist halt das Geile mit dieser Ulti. Genau, damit hier auch in den Top 10 meiner meistgeliebten Brawler. Platz 71 habe ich dann Mr. P. Mr. P war mein erster Rang 35er, also mein erster Brawler auf 1250 Trophäen. Es macht super Spaß, wenn ihr einmal diese Station mit den Pinguinen habt und dann immer wieder diese Pinguine nachkommen. Ist natürlich unfassbar nervig für die Gegner, aber auch wenn ich gegen Mr. P spiele, finde ich es gar nicht mal so schlimm, weil man seinen Angriffen relativ leicht ausweichen kann. Ich mag Mr. P. Platz 70 ist Mac, legendärer Brawler, hier auch in den Top 10. Völlig verdient, würde ich sagen. Spiele sie auch sehr oft gerade in Powerliga, Ranked heißt es dann inzwischen. Macht soliden Schaden, hat die große Form, hat die kleine Form, kann super Kontrolle halten, hat sehr viel Leben und ich liebe es einfach, diesen Brawler auch zu spielen und finde ihn auch als Gegner nicht so nervig. Also beides geht dann so ein bisschen ins Ranking mit ein. Es gibt offizielle Brawl Stars Figuren zu kaufen, die inzwischen nicht mehr verkauft werden in verschiedenen Größen. Einmal hier die Actionfigur oder eben auch die kleineren Figuren. Die sehen dann hier so aus. Ganz witzig eigentlich. Shelly, Piper, Ember. Und hier sind wir einmal auf der Seite. Wir sehen, es gibt Überraschungsbeutel oder hier auch diese Actionfiguren. Eben verschiedene Größen für die ganzen Packs. Und uns auch gerne meinen Rabattcode. Der heißt JoJonas. Damit spart ihr nochmal 10% und unterstützt mich mit jedem Einkauf. Link zu den Brawl Stars Spielzeugen ist ganz oben in der Beschreibung. Und wie gesagt, die werden nicht mehr hergestellt, also sind begrenzt. Vielen Dank für jeden Support. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Platz 69 ist dann Frank. Ich weiß nicht, irgendwie ist Frank geil. Warum? Weil er der Brawler mit dem meisten Leben im Spiel ist. Er ist halt leider ein bisschen schwach. Aber das heißt, wenn ihr gegen ihn spielt, ist es halt meistens kein Problem. Und ihn selber zu spielen, macht einfach Spaß. Gerade auf unteren Trophäen geht es sehr gut. Ja, so ab 750 wird es dann schwieriger, ihn zu spielen. Aber irgendwie einfach ein geiles Konzept, so einen fetten Tank mit sehr viel Leben zu haben, könnte gerne noch ein bisschen besser sein. Platz 68 und damit nicht mehr ganz in den Top 10 meiner beliebtesten Brawler oder meistgeliebten Brawler ist Barley. Barley, geiler Werfer, ist nicht so nervig, finde ich. Macht Spaß, diese Pfützen überall hinzuwerfen von seinen Angriffen und kann halt auch schöne Flächen abdecken und sorgt damit auch für viel Kontrolle, was ich sehr gerne mag. Platz 67 habe ich Rosa. Rosa war immer der Brawler, den ich früher immer in diesen YouTuber-Turnieren oder Battles genommen habe und damit immer ganz gut rasiert habe. Allein deswegen mag ich sie. Problem ist nur, wenn man gegen Rosa spielt und dann dieses Schild in die Fresse bekommt, ist es nicht so geil, aber Rosa ein geiler Brawler auf jeden Fall. Platz 66 habe ich Pam. Wieso Pam? Weiß nicht, ich mag den Heal-Effekt. Der Heal ist ganz geil, das Gadget bei ihr ist sehr stark, sie ist in Hotzone zum Beispiel auch sehr stark, hat sehr viel Leben, ist halt auch etwas tankiger Brawler, etwas dickerer Brawler ja auf jeden Fall, mit sehr viel Leben. Und gerade ihr Geschütz macht, finde ich, einfach sehr viel Spaß zu spielen. Platz 65 habe ich dann Daryl. Bei Daryl zum einen, er ist aktuell nicht so stark und damit auch als Gegner nicht so nervig. Und selber spiele ich Daryl eigentlich sehr gerne. Ja, er könnte noch ein bisschen stärker sein, aber diese Rolle,
Diese Rolle macht einfach sehr viel Spaß, fand ich, bei ihm, weil er diese Rolle ja auch automatisch auflädt und dann immer wieder hin und her zu rollen und seine Angriffe zu machen. Macht einfach Bock, der braucht man nur so dringend seinen Hypercharge, dann würde ich ihn auch gerne lieber spielen, wobei er dann als Gegner wahrscheinlich auch nerven wird. Platz 64 habe ich dann Bull. Auch bei Bull kann ich dasselbe sagen, finde ich als Gegner meistens nicht so nervig und spiele ich selber sehr, sehr gerne. Showdown kann man den auch ganz gut spielen, vor allem in Tresorraub auch sehr gut. Ja, man kann halt seine Ult aufladen, dann so schön auf die Gegner drauf ulten, was mir auch sehr viel Spaß macht und deswegen hier auf dem 64. Platz. Platz 63 habe ich dann Ruffs gesetzt. Ruffs ist ein sehr geiler Supporter, ich finde ihn auch nicht allzu nervig und man kann eben immer wieder diese Upgrades auch auf seine Teammates draufhauen. Wir kommen dann langsam ins Mittelfeld, das sind so die Brawler, die ich okay finde, aber nicht immer noch gut finde, würde ich sagen. Wir sind noch so in den Top 20 jetzt. Platz 62 ist tatsächlich El Primo. El Primo, geiler Tank, kann seine Ult automatisch aufladen, macht Spaß vor allem drauf zu ulten mit dem Brawler und als Gegner auch nicht so nervig. Anders ist Platz 61. So, das ist jetzt schwierig, ist Fang. Fang spiele ich super, super, super gerne. Macht mir sehr viel Spaß zu spielen. Man kann seine Ulti aufladen und dann auf die anderen Gegner drauf ulten. Problem ist nur, gegen Fang zu spielen ist sehr nervig. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich das jetzt bei dem Brawler habe. Trotzdem habe ich ihn hier auf die 61 gepackt, weil ich Fang wirklich sehr gerne spiele. Man kann schöne Triple Kills machen und man kann auch schon gegen ihn gewinnen, auch wenn man ihn als Gegner hat. Aber da ist das schon eher nervig. Ja, aber ich spiele ihn sehr gerne. Platz 60 ist dann AT. Solider Brawler, kann ich jetzt gar nichts groß zu sagen. Ich finde ja, der Brawler ist eher unauffällig, oder? Kann halt Gegner markieren. Ist es auch nicht allzu nervig, macht auch Bock, ihn zu spielen. Ist, denke ich, verdient hier auf dem 60. Platz, denke ich mal. Platz 59 habe ich Surge, legendärer Brawler. Oder inzwischen ja ein legendärer Brawler. Ich weiß nicht. Also ich finde, bei Surge ist das Geile halt, dass er halt diese Upgrades machen kann. Ne? Die machen auch sehr viel Spaß, selber zu spielen. Problem ist nur, man bekommt die leider selber ein bisschen zu langsam, die Upgrades. Das ist so der einzige Kritikpunkt. Aber als Brawler ihn zu spielen, ist irgendwie geil. Macht irgendwie richtig Bock bei dem Brawler. Platz 58 habe ich Griff. Ist ein solider Brawler, macht ordentlich Schaden. Finde ich als Gegner auch nicht allzu nervig. Und damit hier verdient so im Mittelfeld. Manche Brawler muss man einfach irgendwo hinpacken. Muss ich wirklich sagen, weil kann man auch nicht jetzt genau sagen, dass ich den jetzt besonders liebe oder hasse. Die müssen dann ins Mittelfeld. So sieht's auch mit Lola aus. Platz 57 kann man nicht viel zu sagen. Ist ein solider Brawler, macht guten Schaden. Mit ihren Schatten macht das auch sehr viel Spaß. Der Schatten nervt nur ein bisschen als Gegner. Das ist so der einzige Kritikpunkt, aber ist ein geiler Brawler. Platz 56 habe ich Tara. Tara macht sehr viel Spaß zu spielen, gerade mit ihrer Ulti und den Schatten. Ist nur sehr nervig als Gegner wiederum, gerade wenn man die Schatten dann ins Gesicht bekommt. Aber nichts ist geiler, als wenn man mit Tara dann ein ganzes Team auf einmal zusammenpult und dann vielleicht so 3 Kills auf einmal macht und damit die ganze Runde gewinnt. Das ist halt geil. Und irgendwie, die Gegner machen das seltener mit Tara. Deswegen habe ich Tara irgendwie sehr positiv im Kopf. Platz 55 haben wir Otis. Ist ein nicer Brawler. Vor allem die Ulti fühle ich auch sehr. Dass die Gegner auch nicht mehr angreifen können. Das kann schon ziemlich stark, auch gerade gegen nervige Brawler sein. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mortis, sage ich mal, der immer wieder reingehen könnte und euch nerven kann. Und das ist mit dem Otis eben sehr schön zu verhindern. Platz 54 habe ich mich dann für Gus entschieden. Boah, das war eine schwierige Entscheidung mit Gus. Gus ist, würde ich behaupten, für viele einer der langweiligsten Brawler im Spiel. Ist halt einfach hat einfach keine besonderen Fähigkeiten, muss man sagen. Er hat einen relativen Basic-Angriff, ganz normal halt, ne? So ein ganz normalen Angriff mit wenig Schaden und hat halt ein Schild, auf das er auf sich selber werfen kann. Aber ich habe tatsächlich ziemlich viel und ziemlich gerne mit Gus eine Zeit lang gespielt, als er auch sehr stark war. Und ich finde ihn als Gegner auch überhaupt nicht nervig, deswegen war hier verdient im Mittelfeld. Ähnlich sieht es mit Nita aus, Platz 53. Ich kann leider Nita nicht so gut spielen, hab sie auch nicht so viel gespielt. Das ist so ein bisschen das Ding. Der Bär ist halt geil. Der Bär macht halt schon sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen hier verdient in den ungefähr so Top 25 noch meiner beliebtesten Brawler. Aber langsam gehen wir hier in die Mitte bis untere Hälfte. Bei 52 habe ich Sandy. Oh, Sandy ist schon geil, ne? Die Ulti macht halt mega Spaß, vor allem für 3 vs. 3. Muss man wirklich sagen, gerade wenn die ganzen Teammates sich dann reinstellen können. Als Gegner ist dafür halt ganz schön nervig, muss man schon sagen. Aber Sandy schon ein geiler Brawler, auch legendär. Platz 51 habe ich Mandy. Mandy hat halt eine unfassbare Reichweite. Ich meine, boah, was soll ich sagen, ne? Macht halt schon Bock, wenn man sich halt so hinstellt und dann die Gegner aus so einer halben Entfernung absniped. Ist halt nur ein bisschen schwierig, wenn man halt stehen bleiben muss. Und vor allem die Ulti macht so viel Spaß. Gerade wenn man die Ulti natürlich trifft, ist das absolut genial. Einziger Kritikpunkt bei Mandy ist halt wirklich, als Gegner nervt sie sehr stark. Also da, wenn man so eine Ulti ins Gesicht gedrückt bekommt, ist halt schon, also da nervt Mandy. Aber ich spiele sie selber sehr gerne, das war für mich mehr ausschlaggebend. Platz 50 ist Sam. Aktuell nicht allzu stark. Seine Handschuhe sind halt nice, die man einfach reinwerfen kann und ranziehen kann. Als Gegner finde ich ihn jetzt auch nicht allzu nervig.
eher ein langweiligerer Brawler für mich. Deswegen hier so verdient im Mittelfeld Platz 50. Ich mag ihn jetzt nicht besonders, ich hasse ihn jetzt aber auch nicht. Platz 49 habe ich Ems gesetzt. Wenn ihr einen Tank spielt, Katastrophe als Ems. Aber wenn ihr auch Ems spielt selber gegen Tanks, macht das halt so viel Spaß. Gerade wenn ihr das Gift-Spray auf die Gegner draufhaut und dann die Ulti, mit der Ulti mehrere Gegner drin habt. Das bockt richtig. Deswegen hier auf dem 49. Platz. Ja, so verdient im... so im vorderen Mittelfeld noch, ne? Platz 48. Was ist eigentlich die Mittelsekunde? Ab Platz 39 haben wir übrigens die Hälfte der unbeliebteren Brawler. Also wir sind noch nicht mehr, wir sind immer noch in der beliebteren Hälfte jetzt gerade. Und zwar mit Platz 48 und Byron. Byron hat einen soliden Giftangriff, kann auch die Teammates healen, was auch schon Spaß macht. Ist es aber wieder so ein Brawler, wo ich jetzt halt sagen würde, weiß nicht, so einer der Brawler, der halt ein bisschen untergeht manchmal, weil es halt schon irgendwie Brawler gibt, die halt spannendere Fähigkeiten haben. Deswegen spiele ich ihn jetzt nicht so gerne, finden aber als Gegner auch nicht nervig. Platz 47 habe ich dann Chester. Ja, schade, dass der so schwach geworden ist. Viele finden den immer noch ziemlich stark. Also zumindest so ab 57 wird er halt leider gar nicht mehr gespielt. Macht aber Spaß, diese Angriffe raus zu spammen. Vor allem, wenn man erst einen, dann zwei, dann drei, dann vier Attacken hat mit ihm. Und die Ultis sind auch ganz witzig, finde ich. Gerade wenn man so eine Bombe hat oder so ein Giftspray, kann es schon ganz viel Spaß machen. Aber mein Problem ist, wie gesagt, ich kann mit dem vielleicht auch nicht umgehen und spiele auch nicht so gut mit dem. Das ist so ein bisschen das Problem. Bei 46 habe ich dann Eve. Warum Eve? Ich spiele Eve sehr gerne. Vor allem, wenn man übers Wasser gehen kann, ist Eve so ein geiler Pick. Ich treffe auch irgendwie mit Eve ziemlich gut, würde ich behaupten. Also würde ich schon sagen, vielleicht einer meiner Top 10, Top 20 Brawler, mit denen ich so am besten umgehen kann, würde ich für mich selber behaupten. Die Ulti ist halt auch ganz geil. So, jetzt kommt dann das große Problem. Eve als Gegner ist halt sehr nervig, ne? Wenn sie halt auf dem Wasser ist, halt schwierig ranzukommen. Dann diese Küken nerven halt auch extrem. Deswegen habe ich sie mal eher so ins Mittelfeld gepackt. Aber trotzdem noch in die vordere Hälfte, weil sie, wie gesagt, weil ich sie halt sehr gerne spiele. Platz 45 habe ich Nani. Gegen Nani spiele ich überhaupt nicht gerne, muss ich wirklich sagen. Das ist das große Problem. Er hat eine super Reichweite, kann auch noch seine Schüsse reflektieren, was unfassbar nervig ist. Aber ich selber spiele wieder sehr gerne Nani. Das gleicht sich halt immer so ein bisschen bei einigen Brawlern aus. Ich achte immer vor allem darauf, spiele ich ihn gerne und hasse ich es, gegen ihn zu spielen. Das sind so die wichtigsten Kriterien gewesen. Bei Nani macht halt ultra Bock, wenn man halt auf Distanz die Gegner trifft und halt da Ulti auch die Gegner rausnehmen kann. Aber gegen Nani zu spielen ist schon nicht so geil. Wirklich nicht. Platz 44 habe ich Pearl. Pearl ist ein geiler Brawler, hat viel Leben, hat auch dieses Gadget, mit dem er Gegner anzünden kann. Mein Problem ist wirklich, ich kann, glaube ich, einfach mit Pearl nicht so gut umgehen. Und als Gegner finde ich Pearl jetzt nicht so nervig, weil er jetzt nicht die krasseste Reichweite hat. Man kann ihn, finde ich, schon ganz gut auskontern, vor allem, wenn man eine höhere Reichweite irgendwie nimmt mit Piper oder Mandy oder was auch immer. Und dann geht es, denke ich, schon ganz gut. Platz 43. Wir sind weiterhin übrigens in der hinteren Hälfte damit, also in der Hälfte der beliebteren Brawler, ist Ember. Ember, solider Brawler, kann ich auch gut spielen, macht echt Bock auf jeden Fall, ist als Gegner jetzt auch nicht allzu nervig. Ich weiß nicht. Ist auf Platz 43, denke ich, ganz gut aufgehoben. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen höher setzen können. Ja, diese Flüssigkeit, die sie auf dem Boden verteilt, die kann halt ein bisschen nerven, die Feuerflüssigkeit als Gegner. Das ist alles dick. Und ich selber kann mit der Flüssigkeit halt nicht so gut umgehen. Weiter mit Platz 42. Hier habe ich mich für Jeanette entschieden. Liegt einfach daran, ich selber spiele Jeanette jetzt nicht so gerne, muss ich wirklich sagen. Ich finde Jeanette ein bisschen langweilig fast für den Angriffen. Das kann ich doch inzwischen nachvollziehen, warum der Brawler damals nicht so gehypt war. Der Push damals kam auch nicht gut an. Problem ist, sie kann zwar fliegen, aber in der Luft ist sie halt so ungefährlich. Das ist das Problem. Sie macht halt so wenig Schaden und meistens ist es in so wenigen Situationen geschickt, ihre Ulti zu setzen. Das finde ich so schade bei Jeanette. Als Gegner ist sie gar nicht unbedingt so nervig. Das Gadget kann halt schon ein bisschen stören. Sie ist einfach im Mittelfeld damit verdient, denke ich. Platz 41 ist Maisie. Ich weiß nicht, was ich groß zu Maisie sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Hat eine sehr breite Ulti, macht schon Bock zu spielen, ist als Gegner aber schon echt nervend. Aber jetzt auch nicht übertrieben nervend. Also ich glaube, so im Mittelfeld ist sie sehr gut aufgehoben auf Platz 41. Ich konnte sie immer besser spielen, inzwischen spiele ich sie irgendwie nicht mehr so gerne oder nicht mehr so oft. Sie wurde ja auch einiges verschlechtert, deswegen. Platz 40 habe ich dann Bibi gesetzt. Das Nervige bei Bibi ist, wenn ihr weggenorkt werdet mit diesem Schlag. Das nervt mich extrem. Also wenn ich Bibi als Gegner habe und dann ranlaufen will, dann schlägt die mich immer wieder weg. Und dann noch diese Kaugummiblase, das ist irgendwie ein sehr nerviger Brawler als Gegner. Aber ich persönlich habe, wenn ich Bibi spiele, ich mag es eigentlich ganz gerne, Bibi zu spielen. Deswegen ist sie, denke ich, hier auf Platz 40 eigentlich ganz gut aufgehoben. Platz 39, und damit sind wir offiziell in der vorderen Hälfte der meistgehassten Brawler. Also meiner meistgehassten Brawler. Platz 39 habe ich Belle. Ich selber spiele Belle sehr gerne, aber Problem ist halt hier bei ihr wirklich, als Gegner ist sie schon nervend. Die Markierung nervt und vor allem diese Bouncer, die hin und her gehen. Ey, das ist grauenvoll, also wirklich... Wenn man da zusammensteht und dann den dritten Bouncer nacheinander kassiert, weil irgendwie der Teammate auch nicht wegläuft und man immer wieder diesen Schaden abbekommt und der eine... Oh, das ist so nervend, ne? Aber klar, wenn man selber dafür Belle spielt, ist es geil.
Aber als Gegner ist sie wirklich, das ist schon sehr nervend. Deswegen, also ich spiele, ja, deswegen so im Mittelfeld, auf jeden Fall. Willow. Was soll ich zu Willow sagen? Ich finde sie ein bisschen langweilig wieder. Ich weiß gar nicht warum. Dass man Gegner fernsteuern kann, ist eigentlich geil, aber irgendwie ist es oft gar nicht mal so gut zu gebrauchen. Und vor allem nervt es halt ein bisschen, wenn der Gegner Willow spielt, man dann ferngesteuert wird. Aber als Gegner finde ich Willow auch gar nicht mal so nervig. Ja, deswegen, ich denke, im Mittelfeld ist sie gut aufgehoben. Ähnlich sieht es mit Sprout aus, Platz 37. Sprout zu spielen macht super viel Spaß. Man hat vor allem diese Wände. Das bockt richtig. Diese Wände zu setzen und dann eben die Gegner irgendwie einzusperren. Aber selber eingesperrt zu werden dagegen ist halt wieder gar nicht geil. Deswegen habe ich ihn jetzt mal hier so auf dem 37. Platz gesetzt, auf jeden Fall. Auf Platz 36 haben wir dann 8-Bit. Ihn selber zu spielen ist schon ganz geil. Problem ist, wenn ich ihn selber spiele, ist immer das Ding, er ist so langsam, Mann. Er ist so langsam, wirklich. Er ist der langsamste Brawler im Spiel, glaube ich. Ne? Er läuft so unfassbar langsam, da wird man oft einfach nur rausgesniped. Wenn man die Ulti hat, ist dann meistens ganz geil, also ist schon okay. Aber diese Langsamkeit stört schon extrem. Und als Gegner finde ich 8-Bit irgendwie auch wieder nervig, weil er halt doch sehr viele Schüsse hat und sehr viel Leben hat. Und wenn er dann irgendwann die Station hat, ist es halt noch nerviger. Deswegen habe ich mal so auf den 36. Platz gesetzt. Dann habe ich Piper auf Platz 35. Und das ist wieder so schwierig. Piper zu spielen macht so viel Spaß, ist halt das Problem, finde ich zumindest. Gerade mit dem Gadget Gegner abzusnipen oder die Schüsse zu treffen. Aber als Gegner ist es so furchtbar. Also gegen den Piper zu spielen, ihr braucht nur einen Schuss gegen euch. Wenn ihr einmal getroffen werdet, dann kann ich direkt ihr Gadget nutzen und ihr seid tot. Also bei vielen Distanz-Brawlern zumindest. Und das nervt halt extrem. Dann hat ihr noch dieses Zurückstoß-Gadget manchmal, dass man auch als Nahkämpfer halt nicht rankommt. Das nervt, also in der Kombi nervt das einfach alles deswegen. Also selber spielen geil, aber als Gegner halt gar nicht geil. Deswegen ist es sogar für mich in der vorderen Hälfte der eher Richtung Hass-Brawler gelandet sogar. Platz 34 habe ich Bonnie. Bonnie wurde auch stark verbessert, hat es mit 3 Schüssen mit dem epischen Gear direkt ihre Ulti. Das ist schon ziemlich krass. Hat halt auch sehr viel Leben, ist sehr langsam, deswegen spiele ich sie halt wieder nicht so gerne. Das Geile ist halt dieses Gadget, mit dem sie dann noch ein bisschen schneller laufen kann. Das macht es ein bisschen besser für mich. Ja, aber macht es halt nicht so ultra Bock zu spielen. Und gegen sie zu spielen ist halt irgendwie immer dumm. Weil man hat halt immer Angst, dass sie auf einen sprengt. Das nervt mich ein bisschen bei dem Brawler. Platz 33 habe ich Bee. Bee ist ein bisschen für mich abgerutscht, weil sie nicht mehr so stark ist. Deswegen spiele ich sie auch nicht mehr ganz so gerne. Genau, deswegen spiele ich sie nicht mehr ganz so gerne und als Gegner ist es halt schon sehr nervig, wenn man diesen Big Hit hat. Also sie muss ja einen Schuss treffen und dann macht sie, glaube ich, den doppelten oder sogar dreifachen Schaden mit dem nächsten Schuss. Und das nervt, wenn sie einfach diesen Schuss aufgeladen hat und einen dann dauernd damit zurückdrängt. Und wenn ich selber spiele, treffe ich diesen Schuss irgendwie oft nicht, weil ich zu schlecht dafür bin. Deswegen mag ich Bee nicht so. Aber es geht doch, sie ist ja noch im Mittelfeld. Platz 32 habe ich Karl. Karl aus einem ganz einfachen Grund. Sein Gadget. Seine beiden Gadgets. Das erste Gadget nervt, ich weiß nicht, was das erste Gadget ist. Also das eine Gadget auf jeden Fall hat diesen Brandschaden. Dann ist der ganze Boden voller Brandschaden und ihr werdet auch angezündet. Das nervt extrem. Und das andere Gadget kann ihn so wegziehen. Das ist ja so furchtbar. Klar, wenn man mit Karl selber spielt, ist es geil. Aber ich finde, so geil ist es gar nicht, Mario, wenn Karl selber spielt. Aber als Gegner ist es ja so, das ist so nervig, wenn Karl die ganze Zeit seine Axt auch hin und her schwingt, dann doch diese Ulti hat. Das nervt. Das nervt extrem. Platz 31 habe ich Jackie gesetzt. Jackie ist das große Problem, dieses dumme Gadget. Wenn man eine Jackie als Gegner hat und die dann dieses Gadget setzt, mit dem sie schneller laufen kann für einige Sekunden und dann in euch reinrennt und ihr nichts machen könnt, das ist so schlimm. Und dann noch diese Ulti, die euch für kurze Zeit nicht angreift, also dass ihr für kurze Zeit auch nicht angreifen könnt. Dann kassiert ihr noch irgendwelche dummen Gegentore in Brawl Ball. Nee, mag ich echt nicht so. Platz 30 habe ich Ash. Ich finde Ash irgendwie langweilig, ich mag Ash nicht. Als Ash schon rauskam, war auch irgendwie nicht der beliebteste Brawler. Das ist halt eine Mülltonne mit Ratten. Ich finde schon die Fähigkeit nicht so geil. Das ist eigentlich so der Grund. Auch gegen Ash zu spielen finde ich nervig. Ich selber spiele Ash nicht so gerne. Ich habe mal auf Platz 30 gesetzt. Also, es ist auch nicht der nervigste Brawler deswegen. Aber ich mag einfach das Konzept. Ich mag dieses Müllkonzept irgendwie grundsätzlich nicht so. Ist am Ende auch Ansichtssache. Platz 29 habe ich Colette. Colette ist so ekelhaft teilweise mit dieser Ulti und dem Hypercharge. Deswegen habe ich sie so meiner verhassteren Hälfte in die Top 30 gesetzt. Vor allem wegen dem Hypercharge. In Tresorraub habe ich so viele Games verloren, weil die gerade noch so diesen dummen Hypercharge an mir aufgeladen hat. Dann macht die 20% Schaden am Tresor. Das ist so eklig. Und als Tank müssen wir gar nicht drüber reden, habt ihr gar keine Chance. Dann noch dieses Gadget. Wobei das Gadget ist eher sogar positiv, weil ich dieses Heal-Gadget selber gerne spiele. Aber ja, als Gegner ist sie halt insane nervig. Platz 28 habe ich Shelly. Das einfach aus einem Grund. Showdown, Shellys nerven extrem, finde ich. Diese dummen Shellys, die überall rumlaufen, einfach nur ihre Ulti aufladen und dann warten, bis die Zone kleiner wird. Davon gibt es auf der höheren Trophäenzahl halt sehr, sehr, sehr viele.
und das nervt unfassbar. Ich finde, da teamen dann auch viele Shellys, deswegen ich verbinde irgendwie mit Showdown und mit Teaming auch so ein bisschen, so vom Kopf, deswegen habe ich es auf die 28 gesetzt. Ich selber spiele eigentlich Shelly trotzdem ganz gerne, aber ja, nee, diese ganzen Teamer nerven mich. Platz 27 habe ich tatsächlich inzwischen Mortis gesetzt. Ich weiß nicht, irgendwie, Mortis ist auch besser geworden als Brawler, aber irgendwie wird Mortis auch gar nicht mehr so viel gespielt gefühlt. Und wenn ich gegen Mortis spiele, dann ist es meistens ein Sieg für mich. Weil die meisten Mortis-Spieler spielen irgendwie gar nicht so gut. Das ist das Ding. Grundsätzlich müssen wir uns trotzdem nicht über den Brawler unterhalten. Ich hatte ihn früher, glaube ich, Top 3 oder sogar auf Platz 1 meiner meistgehassten Brawler. Inzwischen irgendwie nicht mehr so, weil es einfach viele geile Konter dagegen gibt. Die ganzen Tanks auch mit Hypercharge. Das ist echt krass. Da kann Mortis gar nicht so viel machen. Und ich selber spiele Mortis eigentlich jetzt ganz okay. Ist okay, mit ihm zu spielen. Deswegen kommt er hier in die Top 30 und gar nicht mal in die Top 5, weil er gar nicht mal, finde ich persönlich, mehr so nervig ist. Und wenn man gegen Mortis spielt, habe ich eigentlich immer einen Sieg. Deswegen mag ich das. Platz 26 habe ich dann Gray. Das Nervige bei Gray ist dieses Gadget, mit dem er euch ranziehen kann. Und diese ganzen, diese Pui-Geräusche, die er immer so Pui, keine Ahnung, wie er macht. Pio macht er, glaube ich, immer, wenn er schießt. Das nervt mich auch extrem. Und er hat den Teleport. Der Teleport ist das große Problem bei Gray. Oh, dieser Teleport, Junge, das nervt so hart. Der macht da drei Gadgets auf dich, dann teleportet er auf dich, du bist weg, dann teleporten noch seine Teammates mit, die irgendwie in Tanks sind. So eine Jackie-Gray-Kombi wird ja auch gerne gespielt. Das nervt mich extrem bei Gray. Trotzdem nur Platz 26, weil es nervigere Brawler gibt und ich ihn selber auch ganz gerne spiele. Platz 25 ist Buzz. Bei Buzz nervt mich einfach vor allem in Showdown, wenn die Team oder sich einfach in die Mitte stellen und an irgendeine Wand stellen, ihr könnt nicht vorbeilaufen und dann lädt er die ganze Zeit seine Ulti und auch inzwischen seinen Hypercharge auf. Das ist ja so nervig, also das ist wirklich ganz schlimm bei Buzz. Das ist eigentlich der Grund, warum er mich so nervt. Der wartet einfach die ganze Zeit ab, lädt seine Ulti auf und geht dann rein und stunt euch. Das nervt mich so extrem. Ich selber spiele natürlich trotzdem ganz gerne. Das hat mich noch hier noch auf dem 25. Platz gerettet, aber... Nee, Mann, also Buzz ist es echt nicht so ganz. Platz 24 habe ich dann Grum. Unfassbar nerviger Werfer. Ne? Seine Schüsse splitten sich ja immer so eklig auf, haben auch echt eine gute Reichweite. Und dann noch diese Ulti, die nochmal weitergeht und dann noch eine fette Bombe ist. Das nervt bei Buzz extrem. Und dann noch dieses Gadget, was in Büsche reinschauen kann. Bei Grum, meine ich. Das nervt wirklich extrem bei Grum. Ja, ich spiele ihn auch selber jetzt nicht so gerne, deswegen, ja, ich glaube, als 24 ist hier auf jeden Fall verdient. Hätte man noch so weiter nach vorne setzen können, aber man kann Groms Schüssen relativ leicht ausweichen. Das ist so der positive Punkt, den ich noch hatte. Platz 23, Larry und Lowy. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und zwar ist mein Grund, dass sie nur Platz 23 sind, der ist nicht mehr so stark, der Brawler. Der ist wirklich nicht mehr so stark. Ich habe ja sogar auf Rang 35 direkt gepusht. Ich war ja total OP. Die haben jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in den Balance-Änderungen verschlechtert. Und inzwischen finde ich es okay. Also ich spiele selber Larry und Lowy sehr gerne, weil er auch sehr stark ist immer noch, oder ziemlich stark. Und als Gegner sind Larry und Lowy inzwischen wirklich zu kontern. Das war davor nicht so. Davor hätte ich die wahrscheinlich sogar in die Top 10 gesetzt, weil er so nervend war, auch als Gegner, obwohl ich ihn gerne gespielt habe. Aber inzwischen kann man, finde ich, echt gut kontern. Ist meine persönliche Meinung und ja, er ist nicht mehr so stark. Auch diese andere Form im Nahkampf von ihm macht er, glaube ich, nur noch die Hälfte an Schaden. Haben wir total reduziert, seine Reichweite auch. Das ist echt krass, also er ist nicht mehr so stark und auch nicht mehr so nervig dadurch. Platz 22 habe ich dann Poco. Ich selber spiele Poco nicht so gerne, weil ich ihn ein bisschen langweilig finde. Ich finde, er müsste verbessert werden. Wenn er mehr heilen würde wieder, würde er auch mehr Spaß machen. Aber er wird wahrscheinlich auch noch mehr als Gegner nerven. Und ich finde ihn jetzt schon als Gegner sehr, sehr nervig, weil er oft in Kombination mit Tanks gespielt wird. Und ihr macht die ganze Zeit Schaden an den Gegnern. Und dann steht da so ein dummer Poco und heilt die ganze Zeit die Gegner hoch. Und das nervt mich einfach so unfassbar bei Poco. Weil, ich weiß nicht, man, ihr wollt einen Kill machen, ihr denkt, ihr habt den Gegner, der überlebt vielleicht mit so 1000 Leben oder 100 Leben und dann kommt der Poco und haltet ihn wieder auf volles Leben hoch direkt. Das nervt mich extrem als Gegner. Also, wenn ich ihn als Gegner habe. Als 21 habe ich Buster. Buster, sehr, sehr, sehr nerviger Gegner. Ne? Also, sagen wir, ich spiele Cold oder Mac, irgendein Distanz-Brawler. Und dann kommt Buster einfach und reflektiert meine Schüsse, Mann. Und das Schlimme ist, Buster kann ja automatisch seine Ulti aufladen, wenn ein Teammate neben ihm steht mit der Star Power. Das heißt, meistens warten diese Buster-Spieler gerade in Knockout einfach ab bis zum Ende, bis die Giftwolken kommen. Dann setzen sie eine Ulti, gehen damit rein, drücken ihr Gadget, ziehen euch ran und killen euch. Das ist so eine dumme Spielweise bei Buster, das gefällt mir vom Prinzip auch einfach nicht so. Ich selber spiele noch einigermaßen gerne, aber es geht. Und Problem ist halt einfach, ja, wie gesagt, es ist eine dumme Spielweise. Einfach nur abwarten, Ulti aufladen und am Ende dann reflektieren. Ja, echt kein geiler Brawler. Platz 20 ist Cold. Cold als Gegner finde ich echt nervend. Ich kann Cold selber auch nicht gut spielen. Das ist auch ein Punkt. Man muss ja auch sehr gut treffen können mit ihm.
Ich würde sagen, ich bin ganz so, ja, ich bin schon nicht so gut mit Cold. Und das Problem ist halt vor allem, wenn man einen Gegner hat, der gut mit Cold ist, ist unfassbar. Mit diesem Gadget kann er ja 2 Munition nochmal nachladen. Das kann er dann mit dem +1-Gear 4-mal machen. Also er kann ja 8 Schüsse nachladen. Dann praktisch mit dem Gadget im Laufe des Spiels nochmal extra. Und jede seiner Munitions-, also seiner Salven, macht er irgendwie 3000 Schaden oder 4000 Schaden, wenn er alles trifft. Er kann so einen reinspammen, hat noch ein Gadget, mit dem er die Wand aufreißen kann. Die Ulti ist ein weiterer Angriff. Das nervt. Also Cold spammt dich einfach nur zu, finde ich, und da bist du sehr schnell rausgespammt. Das geht einem echt auf die Nerven. Platz 19 ist Squeak. Squeak ein bisschen ähnlich, kann auch ziemlich spammen, vor allem dieser Angriff, der ja noch kleben bleiben kann, oder dieses Gadget, was euch verlangsamt, oder auch die Ulti, die ich euch verlangsamen kann. Ich finde, der spammt teilweise einfach echt ein bisschen nervig rein mit seinen Schüssen. Vor allem kann er auch diese Wände zumachen, ne? Also gerade wenn irgendwie eine Map kommt, wo viele Wände sind, ne? Oder irgendwelche Zugänge sind, kann er eben einfach zack seinen Schuss drauf machen und dann könnt ihr eben nicht durchlaufen, weil die Schüsse auch relativ lange dauern. Man kann Squeak trotzdem relativ leicht kontern und deswegen jetzt hier mal nur auf dem 19. Platz, aber ich finde ihn schon nervend. Ähnlich wie Platz 18, zwar Gale. Gale habe ich irgendwie inzwischen nochmal deutlich höher gesetzt in meiner Hassliste, weil er in diesem neuen Modifikator auch sehr stark ist, Schnellfeuer. Da hat er ja unendliche Schüsse, das ist unfassbar, aber man spielt ja nicht dauernd Schnellfeuer. Aber auch so ist das sehr, sehr gut, weil er ist sehr, sehr nervig, weil er einen verlangsamen kann, er sehr gut gegen Tanks ist. Er hat dieses Gadget dann auch noch, diesen Schneesturm, mit dem er nicht reinlaufen kann. Das ist einer der nervigsten Gadgets für mich im Spiel. Und die Ulti kann euch wegstoßen. Nee, also ganz langsam. Verlangsamen, wegstoßen, dann noch das Gadget, das in der Kombination ist, ist er wirklich ein furchtbar nerviger Brawler, wirklich. Trotzdem ist er nur Platz 18, weil er eigentlich nicht allzu stark ist, muss man fairerweise sagen. Und damit auch nicht so gut als Gegner ist aktuell. Platz 17 ist Stu. Stu kann ich leider selber nicht so gut spielen. Das ist mein Problem wieder, sonst hätte das vielleicht noch mehr positiv mit reingewirkt. Aber als Gegner ist er halt sehr stark. Viele können halt Stu extrem gut spielen. Und dann ist es echt heftig, wenn er die ganze Zeit rumdasht und euren Angriffen die ganze Zeit ausweicht. Insane. Da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist echt schlimm. Dann noch dieses Gadget, was ihn schneller und auch seine Teammates schneller macht im Umkreis. Ganz, ganz schlimmer Brawler. Wenn man ihn gut beherrscht als Gegner, dann kann ich gar nichts machen. Das ist immer das Problem. Platz 16 habe ich Angelo. Obwohl ich Angelo sehr gerne selber spiele, ist er so ein schlimmer und nerviger Brawler. Einfach, muss man wirklich sagen. Er kann über Wasser laufen. Das ist schon das Problem. Er hat einen Schuss, der 4000 Schaden macht. Er ist sehr, sehr schnell. Auf Wasser ist er nochmal schneller. Und dann noch diese Gift-Ulti. Wenn man gut aufpasst, wird man nicht getroffen, weil manchmal wird man ja auch reingedrängt in ihn wegen, keine Ahnung, in Showdown zum Beispiel, wenn die Zone kleiner wird. Und dann kann er mit einem Schuss irgendwie 8000 Schaden machen. Ohne Cubes zum Beispiel in Showdown. Einfach 8000 Schaden. Fast jeder Brawler ist mit einem Schuss down. Und das ist natürlich heftig. Und das ist so das Problem bei diesem Brawler, was ihn so nervig macht. Dann kann er eben auch noch wegspringen vor allem. Ich hätte ihn noch höher gesetzt, wenn ich ihn selber nicht so gerne spielen würde. Aber wirklich, als einer der nervigsten Brawler, weil er auch überall aktuell gespielt wird, in fast jedem Modus. Unfassbar starker Brawler auch. Unnervig. Platz 15 habe ich dann Tick. Tick spiele ich selber sehr gerne. Das hat mich noch so ein bisschen gerettet. Vor allem mit den Minen ist halt ganz geil, mit dem Kopf. Aber Junge, als Gegner, Mann. Also wenn ich Tick als Gegner habe, mit diesen, genau mit dem gleichen, mit diesen Minen halt, die einen zuspammen und man nicht ausweichen kann, und er ist die ganze Zeit hinter der Wand, hat eine unfassbare Reichweite und dann noch die Ulti. Mit diesem Kopf, die er sich aufhebt, ist es so schlimm als Gegner, dass ich ihn hier noch in die Top 15 der meistgehassten Brawler setzen musste. Einer der nervigsten Brawler auf jeden Fall insgesamt im Spiel. Und ich finde, mit Platz 15 ist er noch relativ gut bedient in dem Ranking. Ich hatte sogar überlegt, ob ich ihn noch höher setzen will, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ey, Platz 14 überrascht mich gerade, aber irgendwie schon. Ich musste sie da hinsetzen, Max. Ich spiele Max irgendwie gar nicht gerne, muss ich wirklich sagen. Und als Gegner ist Max sehr, sehr schlimm. Sie kann halt wieder sehr gut reinspammen. Sie spammt die ganze Zeit ihre komischen Energieangriffe, hat das Gadget, mit dem sie für kurze Zeit nach vorne dashen kann und unverwundbar ist. Super nervig. Und die Ulti macht einfach alle schneller. Das ist im Team natürlich geil, aber eher vor allem als im gegnerischen Team unfassbar nervig. Dann überrennt euch dieses dumme gegnerische Team mit einer 10-fachen Geschwindigkeit. Und das ist halt schlimm bei Max. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das nervt mich unfassbar. Dann noch dieser Dash und diese gespammten Angriffe in der Kombination macht sie zu einem meiner meistgehassten Brawler. Platz 13 habe ich Lou. Lou spiele ich persönlich noch einigermaßen gerne, deswegen da noch ein bisschen höher gerankt. Genau, aber Lou als Gegner sehr, sehr nervig. Diese Frostangriffe, diese Ulti, die Ulti ist einer der schlimmsten und nervigsten Ultis im Spiel. Ich glaube, da stimmen mir auch die meisten zu. Riesiger Radius, ist eine so große Fläche einfach. Da rutscht man aus, wird gefroren, Hotzone super nervig. Ich weiß nicht, einfach die grundsätzlichen Fähigkeiten einzufrieren, dann noch dieser Hyper-Charge, der einen instant einfrieren kann.
ist ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich. Deswegen Lou hier verdient auf Platz 13 meiner meistgehassten Brawler. Wir kommen fast zu den Top 10. Wir beginnen mit Platz 12. Bo. Ich spiele Bo wieder ganz gerne, aber Problem ist vor allem die Minen. Ich bin wahrscheinlich echt zu dumm, aber ich laufe dauernd in die Minen rein. Muss ich wirklich sagen. Also das ist wahrscheinlich auch einfach, weil ich da mehr aufpassen muss. Problem ist aber wirklich, gerade wenn ich mit zufälligen Teammates spiele, dann sterbe ich vielleicht in Hotzone, der platziert die nächsten Minen und dann kann ich auch gar nicht wissen, wo die Minen sind. Ich kann mich mit meinen Teammates ja dann auch nicht abstimmen und ich laufe dauernd in diese dummen Minen rein und meine Teammates, die laufen noch mehr in die Minen irgendwie rein. Die Minen sind das ganz, ganz Schlimme bei diesem Brawler. Vor allem, wenn sie dann noch diese Stun-Fähigkeit haben, dass man sich nicht bewegen kann. Das ist ganz grauenvoll. Also das nervt mich unfassbar bei Bo. Ansonsten geht der Brawler. Allerdings, die Minen sind wirklich nervig. Platz 11. Ein Platz vor den Top 10 haben wir Dynamike. Dynamike habe ich erst auf 1000 Trophäen gepusht. Hat schon Spaß gemacht. Aber als Gegner ist es unfassbar. Problem ist, dieses Stun-Gadget, dieses Gadget, mit dem man sich nicht mehr bewegen kann, ist halt unfassbar. Das ist so nervig. Der muss es einfach nur aktivieren, auch in Showdown zum Beispiel, und dann laufen die mit diesen Dynamikes die ganze Zeit nach und versuchen mich zu stunnen oder teamen auch mit anderen Leuten. Dynamike auch ein guter Teaming-Brawler oft, oder ein sehr häufiger Teaming-Brawler auch in der Vergangenheit gewesen, fand ich. Super, super, super nervend und deswegen hier auf den 11. Platz, ja, weil er eben auch die ganze Zeit deine Angriffe reinspammt. Man kommt schlecht an ihn ran und vor allem der Stun macht den sehr, sehr nervend. Wir kommen damit zu den Top 10 meiner meistgehassten Brawler. Gerne auch eure Brawler natürlich gerne in die Kommentare schreiben, bin ich auch mal gespannt. Platz 10 für mich ist Hank. Hank, sehr, sehr schade. Problem ist, er ist sehr, sehr, sehr schwach. Deswegen macht es eigentlich keinen Spaß, ihn zu spielen. Das ist das Problem. Aber wenn ich ihn als Gegner habe, ist er so nervend. Diese riesen Blase, die er aufladen kann, wenn er euch damit die ganze Zeit zurückdrängt, hat er auch echt eine ordentliche Reichweite. Das nervt. Es nervt einfach extrem, vor allem auch noch, weil er so unfassbar viel Leben hat. Ja, das nervt einfach. Und dann habe ich ihn auch oft in Showdown gehabt zum Beispiel, wo dann auch noch irgendwie ein Hank geteamt hat, war mein Problem. Und dann gewinnt er irgendwie dann doch gegen dich, obwohl er schlecht ist als Brawler aktuell. Und deswegen hier auf dem 10. Platz. So, jetzt bin ich gespannt. Platz 9 habe ich nämlich Edgar. Da würde ich jetzt echt mal gerne eure Meinung wissen. Problem ist, Edgar macht, finde ich, sehr viel Spaß selber zu spielen. Aber Edgar als Gegner, auf jeden Fall einer der nervigsten Brawler im Spiel. Problem ist einfach, er kann immer wieder seine Ult spammen. Es ist auch kein krasser Skill-Brawler vor allem. Das nervt mich auch. Das heißt, wenn ich auch Edgar spiele, dann kann ich nicht viel machen. Ich habe vielleicht die Ulti, ich kann warten, kann auf Gegner draufspringen und es war's. Aber bis 500 Trophäen ist der Brawler absolut geil, um zu rasieren. Aber ja, das ist halt das Ding. Also Edgar ist einfach die auf euch campen und auf euch draufspringen. Unfassbar nervig. Macht einfach, also vor allem auch wenig Skill, kann die ganze Zeit seine Ulti aufladen. Deswegen hier verdient für mich in den Top 10 der meistgehassten Brawler für mich. Platz 8 ist Chuck. Chuck habe ich hier Platz 8 gesetzt. Ich habe Chuck also wieder auf 1000 Trophäen gepusht. Problem bei Chuck ist vor allem im Tresorraub. Es ist unfassbar schlimm wieder, wenn er die ganze Zeit hin und her fährt. Man kann ihn auch irgendwie kaum erwischen. Er fährt die ganze Zeit über euren Tresor drüber. Das ist vor allem das Schlimme, was ich am meisten an Chuck hasse. Und auch allgemein auch in anderen Modi. Man kriegt ihn halt schlecht erwischt. Man kriegt ihn schlecht erwischt, er fährt die ganze Zeit hin und her, er fährt über euch drüber. Und er hat Landi sogar die 3000er Weltrekord-Siegesserie gekostet. Ja, also Chuck auf jeden Fall hier ein sehr nerviger Brawler, verdient auf den 8. Platz. Einfach weil er diese Zug-Hin- und Her-Fähigkeit sehr nervend sein kann. Platz 7 ist Cordelius. Und Cordelius einfach nur aus dem Grund, weil er mit Abstand, ich würde sogar sagen mit Abstand, ja, der beliebteste Teaming-Showdown-Brawler ist. Wegen dieser Schattenwelt. Die stellen sich nebeneinander, holen sich in die Schattenwelt rein und verschwinden immer wieder, bis das Spiel vorbei ist in Showdown. Das machen die einfach. So ungefähr ab 750 bis 1000 Trophäen. Immer, überall ist Cordelius, No Skill, die nebeneinander stehen, die Ulti aneinander farmen und dann einfach in die Schattenwelt gehen. Und in der Schattenwelt kann ja kein Cordelius angegriffen werden. Und dann chillen die da einfach und holen sich so die Trophäen. Das ist unfassbar. Was sehr schade ist, weil Cordelius eigentlich auch ein Skill-Brawler ist ansonsten für 3 vs. 3, würde ich sagen, mit dem er auch viel machen kann, geile Plays machen kann. Ansonsten hätte ich ihn sogar noch höher gesetzt. Aber wirklich, also das ist unfassbar mit dieser Schattenwelt und Teaming. Und auch als Gegner kann er schon nervig sein, auch mit dem Gadget, bei dem man nicht angreifen kann für kurze Zeit. Verdient hier auf dem 7. Platz. Wir kommen langsam zu den unbeliebtesten Brawlern und beginnen mit dem 6. Platz. Und hier habe ich mich für Duck entschieden. Duck wurde auch stark verbessert, wenn er jetzt eine Ulti hat, kommt er wieder mit 100% seines Lebens. Das heißt, teilweise kriegt er es hin, immer wieder seine Ulti aufzuladen und ihr bekommt Duck im Nahkampf einfach nicht down. Und das Nervige bei Duck ist vor allem, dass ihr ihn nicht töten dürft manchmal. Er hat vielleicht noch 1000 Leben, aber er hat seine Ulti über dem Kopf und ihr wisst, wenn ihr ihn jetzt tötet, dann kommt er mit 10.000 Leben wieder. Und das ist so unfassbar nervend einfach nur. Also, das ist echt ganz, ganz schlimm. Und Duck selber zu spielen macht auch nicht unbedingt Spaß, weil er eigentlich auch kein starker Brawler aktuell ist. Dann kann er auch die ganze Zeit die Teammates hochheilen und sich selber auch hochheilen.
Boah, das ist schon echt schlimm. Also auf dem 6. Platz noch gut bedient, würde ich sagen. Und nicht ganz für die Top 5, weil er eben aktuell einfach auch nicht so stark ist. Und damit auch nicht so nervend als Gegner trotzdem ist noch. Platz 5 habe ich Rico. Das ist natürlich eine sehr schwere Entscheidung gewesen. Rico finde ich einfach richtig, richtig, richtig eklig. Wegen diesen Wänden und Bouncern, die er nutzen kann. Er kann dagegen Wände schießen, hat eine höhere Reichweite. Und ich finde, man kann sich dann auf einigen Maps vor Rico einfach nicht verstecken. Und das finde ich so schlimm bei ihm. Dann noch die Ulti dazu und dieses Gadget, bei dem die Schüsse in alle Richtungen gehen. Das heißt, selbst wenn ihr vielleicht als Tank oder sagen wir als Edgar direkt auf ihn drauf seid, dann drückt er dieses Gadget, macht direkt 3000 Schaden, finde ich auch zu stark aktuell, by the way. Das Gadget müssen sie auch verschlechtern. Man bekommt ihn sehr schwer zu fassen. Und Rico damit unfassbar schlimm gegen ihn zu spielen, eben weil er die ganze Zeit rein spammt mit seinen Schüssen und man nichts machen kann. Er steht um die Ecke, schießt euch ab, hat eine hohe Reichweite und ihr könnt nichts machen. Das ist so störend bei dem Brawler. Ihr könnt einfach nichts machen gegen ihn häufig. Platz 4 und damit schon fast in den Top 3 ist für mich Charlie. Charlie ist das Problem, einfach nur die Ult. Ich glaube, da stimmen mir sehr viele zu. Dieser Kokor ist so nervend, wenn man in diesem Kokor gefangen wird. Sagen wir, ihr seid, keine Ahnung, in Juwelenjagd oder in Showdown, egal wo, in Brawl Ball. Ihr wollt verteidigen, dann kommt ihr mit ihrer Ult, ihr seid in der Ult drin, ihr könnt nichts mehr machen und die Runde ist vorbei. Und ihr könnt einfach nichts machen. Wenn ihr getroffen werdet, müsst ihr einfach abwarten. Und meistens müsst ihr einfach nur abwarten, werdet ihr dann getötet oder bekommt irgendwie ein Gegentor oder verliert halt in Showdown die Runde. Und das finde ich so schlimm. Diese Ulti macht super nervig, dazu die Spinnen, die auch immer wieder auf euch zugespammt werden. Und dieses Jojo, was immer wieder auf euch auch drauf gespammt wird, in der Kombination zusammen, verdient in den Top 4. Einzige Rettung für sie war, dass ich Charlie selber ganz gerne spiele. Aber auch nicht so gerne. Jetzt kommt's. Ich war mir sehr unsicher. Meine Top 3 der meistgehassten Brawler habe ich mich jetzt für Melody entschieden. Melody als neuer Brawler direkt in den Top 3 liegt daran, ich selber spiele sie jetzt nicht so gerne. Kann eigentlich schon Spaß machen, sie zu spielen. Aber wenn man sie als Gegner hat, das ist unfassbar, oder? Gerade im Brawl Ball. Es ist unfassbar, wenn man gegen Melody spielt. Diese Noten nerven schon ziemlich. Das Problem ist aber eigentlich ihre Ulti. Man kriegt sie nicht zu fassen. In Brawl Ball könnt ihr teilweise nichts falsch machen. Die dasht direkt hin zum Ball und macht euch ein Gegentor. Was ist das? Das ist furchtbar. Ihr könnt nichts machen. Und das ist einfach das Problem, was ich mit Melody habe. Solange sie ihre Ulti nicht hat, ist es okay, aber meistens lädt sie ihre Ult schon relativ schnell auf. Und ich denke, umso länger der Brawler auch raus ist, umso besser kann man auch mit Melody werden. Und wenn man einen Gegner hat, der gut mit Melody umgehen kann, ist das unfassbar schlimm. Und es gibt auch keinen so wirklich guten, passenden Konter gegen sie. Also gegen diese Dashes, was mir jetzt einfallen würde, weil sie immer hin und her dashen kann und ihr dagegen nichts machen könnt. Platz 2 meiner meistgehassten Brawler ist tatsächlich Kit. Kit wurde schon stark verschlechtert, ist inzwischen nicht mehr ganz so gut, aber ihre Ulti ist immer noch unfassbar nervend. Sie springt auf euch, inzwischen kann Kit sogar angegriffen werden, während sie ihre Ulti setzt. Das ist schon mal besser, das macht sie schon ein bisschen besser konterbar. Trotzdem unfassbar. Ihr seid dort und dann kommt ihr vor allem aus dem Nichts unsichtbar. Weil sie dieses Gadget hat. Junge, sie kann einfach mit dem Gadget sich mit viermal kann sich unsichtbar machen, ne, mit dem +1 Gear. Viermal mit diesem Gadget pro Runde unsichtbar machen. Das heißt, ihr könnt nie wissen, ob eine Kit kommt, dann kommt die unsichtbar, trifft euch noch zweimal, springt auf euch, ihr könnt nichts machen. Das ist so ein dummes Konzept, finde ich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Also es macht schon Spaß, wenn man es selber spielt. Ich gebe es zu, aber das ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend gewesen. Es ist zu schlimm. Diese Unsichtbarkeit, man kann nicht wissen, wo sie ist. Und wenn sie kommt, springt sie auf euch. Unsichtbar und ihr könnt nichts machen. Das habe ich auch schon so oft in Showdown gehabt, deswegen hier verdient auf dem 2. Platz der meistgehassten Brawler. Und ich glaube, da werden mir auch sehr viele zustimmen. Also es ist wirklich unsichtbar und okay, ich bin fertig. Platz 1. Der meistgehassten Brawler für mich ist aber noch ein Platz, der das Ganze übertrifft. Und das ist tatsächlich Miko. Miko für mich auf dem 1. Platz. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Man kann ihn nicht bekommen. Dieser Brawler ist einfach nur dazu da, umherzuspringen und nicht zu sterben. In Showdown kriegt ihr den nicht zu fassen. Wenn ich einen Miko neben mir sehe, weiß ich schon, es bringt nichts, ihn anzugreifen. Denn dieser Brawler wird einfach immer wieder nur wegspringen. Und das ist noch schlimmer als Mortis. Mortis konnte zwar wegdashen, aber man konnte ihn wenigstens treffen. Bei Miko kann man alles daneben hauen. Der springt auf mich drauf, ich versuche ihn anzugreifen, der springt einfach wieder hoch, ich hau alles daneben. Und genauso kann ich ihn nicht angreifen, weil ich wieder weiß, der springt eh nur weg. Sehr nerviges System. In Showdown unfassbar stark und nervig und ja, in einigen Modi dafür zum Glück nicht ganz so stark, aber insgesamt für mich aktuell knapp vor Kit der nervigste Brawler. Und damit würde ich sagen, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne an Creator-Code Jojonas ganz rechts im Shop, gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars Videos und für mehr solcher Rankings. Schreibt gerne eure Meinung zu euren meistgehassten Brawlern oder meistgeliebten Brawlern in die Kommentare. Und da ist noch der Abstand verlinkt. Haut rein, danke für den krassen Hype weiterhin und bis zum nächsten Video. Ciao!